Hallo, schön, dass ihr da seid. Folgt mir einfach, komm. Das sind meine heiligen Hallen. Mein anspruchsvollstes und schönstes Projekt war eigentlich der Lamborghini Aventador. Anspruchsvoll daher, dass er eine weiße Grundfarbe hatte, also der Lack war weiß und er sollte schwarz-matt werden. Und wenn ich so einen Farbwechsel habe von hell in dunkel, dann ist jeder kleinste Millimeter, den man nicht sauber genug arbeitet, ist sofort sichtbar. Das heißt, weiß würde in diesem Fall durchblitzen. Und schon auch durch seine eckige Form des Aventadors ist es eben nicht so ohne weiteres, also nicht mit einem Standard-Pkw zu vergleichen. Also wir haben wesentlich länger für gebraucht, auch zwei Nachtschichten investiert, um ein schönes Ergebnis hinzubekommen. Ja, Europameister wird man ja nicht ohne Grund oder wird man auch nicht von ganz allein. Ich habe damals